Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar Cyber Security, Herausforderungen der digitalen Transformation und wie Unternehmen diese erfolgreich meistern können. Mein Name ist Sebastian Behfeld und ich bin Geschäftsfeldleiter bei der Unity AG. Gemeinsam mit meinen Kollegen begleite ich dort Unternehmen, egal welcher Größe und Branche, in Projekten rund um das Thema der digitalen Transformation und im Speziellen in Projekten, die sich explizit mit dem Thema der Cybersicherheit auseinandersetzen. Bevor wir in die Inhalte einsteigen, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen noch ein paar Hinweise aus der Moderatorensicht gebe. Dann können wir vielleicht einmal eine Seite weiterspringen. Wichtig für Sie zum Verstehen ist, dass wir heute diese Veranstaltung aufzeichnen werden, sodass wir diese im Nachgang auch nochmal zeigen können und uns auch nachher nochmal anschauen können. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn wir auch eine gewisse Art der Interaktion heute hinbekommen. Dafür haben wir verschiedene Formate gewählt. Sie haben zum einen die Chance, während Sie gleich die Vorträge hören, dass Sie über die Chatfunktion Fragen an uns stellen. Die werden wir dann an passender Stelle auch einbeziehen und auch bestmöglich beantworten. Und auf der anderen Seite werden wir zum Ende der Veranstaltung auch noch eine Q&A-Session machen, in der Sie auch dann nochmal die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu äußern. Auf der anderen Seite interessiert uns natürlich auch, wie Sie bestimmte Themen rund um das Thema Cyber einschätzen. Daher werden wir mit sogenannten Kurzumfragen arbeiten, wo wir bewusst zwischen den Vorträgen auch Fragen an Sie stellen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir da auch eine Rückmeldung von Ihnen bekommen. Ja, wer die Medien in den letzten Wochen verfolgt hat, der hat auch die Vorkommnisse rund um das Universitätsklinikum Düsseldorf mitbekommen und den doch sehr schweren Cyberangriff, der dort stattgefunden hat. Und wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass genau solche Vorfälle aufzeigen, wie wichtig es ist, sich intensiv mit dem Thema der Cyber Security auseinanderzusetzen, dass das ein Thema ist, was wir sowohl auf einer Management- und Führungsebene wie auch im operativen intensiv diskutieren müssen. Da freue ich mich ganz besonders, dass wir heute zwei Experten der Unity gewinnen konnten, hier in der nächsten Stunde Impulse zu geben und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das sind meine Kollegen André Krick und Felix Kuban, beide an unserem Standort in Köln ansässig, die beide wirklich seit Jahren unterschiedliche Projekte rund um das Thema der Cyber Security bei ganz unterschiedlichen Kunden begleiten. Liebe Kollegen, ich würde euch einmal bitten, dass ihr euch selber in 2 bis 3 Sätzen kurz vorstellt, damit auch jeder weiß, mit wem er heute zu tun hat. Und unsere Zuhörer würde ich bitten, dass sie gegebenenfalls mal die Chatfunktion ausprobieren und uns während der Vorstellung auch mal schreiben, von welchen Orten sie sich denn heute eingewählt haben, damit wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen, wer denn heute alles dabei ist. Perfekt. Vielen Dank, Sebastian. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Felix Kuban. Ich bin Seniorberater hier am Standort Köln für die Unity AG und darf seit 3 Jahren Unternehmen im DAX- und MDAX-Bereich durch die digitale Transformation begleiten. Ich bin ebenfalls Teil des Teams der Cybersicherheit und fokussiere mich dort auf die Cyber-Security-Strategieentwicklung, Security Governance und Policy Frameworks. Ich freue mich auf das Seminar und hoffe auf ganz viel Rückmeldung von Ihrer Seite, sodass wir auch noch eine spannende Q&A-Session haben können. Ja, mein Name ist André Krick. Ich bin Senior Manager seit 2008 bei der Unity, hauptsächlich im Umfeld der Cyber Security, IT-Architekturen, allerdings auch im Bereich Service und Business Development unterwegs. Habe in den Jahren sehr viele Security-Projekte gemacht, ob es in der Strategieentwicklung ist, ob es wirklich im Rollout von Security auf globaler Ebene ist. Ja, und wie man unten noch entnehmen kann, ich bin im Juli Vater geworden. Ich hoffe, man hört das Kind nicht im Hintergrund. Aber ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, es schläft. Also deshalb hoffe ich, dass wir jetzt auch hier eine ruhige Veranstaltung haben. Das muss man genießen, wenn das Kind schläft. Ja, dann wollen wir einmal weitermachen. Lassen Sie uns mal schauen, was wir heute in den nächsten knapp 45 Minuten mit Ihnen vorhaben. Sie werden gleich 2 Impulsvorträge
erhalten. Zunächst wird der Felix Kuban einsteigen und einen Überblick zum Thema Cyber Security im Kontext der Digitalisierung geben. Hier ist uns nochmal wichtig, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wo wir die Herausforderungen sehen, wo wir aber auch wirklich die Hebel als Unternehmen sehen, sich mit diesen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Danach wird der André Krieg einen Deep Dive machen. Wir wollen ihn heute gerne mal darstellen, wie wir mit sehr risikobasierten Ansätzen Unternehmen dabei unterstützen, sich mit den spezifischen Risiken, die es in einem Unternehmen gibt, auseinanderzusetzen. Und wir freuen uns dann, wenn uns möglichst viele Teilnehmer bis zum Ende halten bleiben, weil wir dann auch wirklich nochmal einen Überblick geben wollen, wie die Themen zusammenhängen, was Sie als Unternehmen heute konkret mitnehmen können, und haben dann am Ende auch nochmal Zeit für eine Q&A. Ja, ich wünsche uns jetzt allen viel Freude und freue mich sehr, Felix, auf deinen Vortrag. Sehr gerne. Ich möchte direkt vorwegsenden, dass alle Inhalte, die wir Ihnen heute in diesem Webinar bereitstellen und vorstellen werden, die sind Teil einer Veröffentlichung, die gegen Jahresende Sie auch noch erreichen wird. Wir werden nicht an jeder Stelle in die Tiefe gehen können, aber dann werden Sie die Möglichkeit bekommen, ja, all unsere Vorarbeit, die aus unserer Kundenarbeit entstammt, detailliert erarbeiten zu können. Ich würde gerne starten in eine kurze Motivation zum Thema selber. Sehr gerne Zahlen- und Datenbasiert. Das motiviert einfach die Thematik nochmal sehr gut. Nur kurz vorweg. Die Zahlen sind relativ alarmierend und machen drastisch deutlich, in welcher Situation wir uns befinden. 3/4 aller Unternehmen haben in den letzten 2 Jahren berichtet, dass sie Datendiebstahl, Sabotage oder Spionagevorfälle hatten. Mit einer gewissen Dunkelziffer sind wir bei fast 90% aller Unternehmen, die das jetzt betroffen hat in den letzten 2 Jahren. In Deutschland haben wir eine Schadenssumme von 103 Milliarden Euro pro Jahr durch Cyberattacken. 80% aller Unternehmen gehen davon aus, dass diese Cyberattacken in der Zukunft auch noch steigen werden. Zeigen somit ein sehr alarmierendes Bild. Die Awareness bei den Unternehmen ist mittlerweile so weit, dass schon 50% aller Unternehmen antizipieren, dass es auch sie in Zukunft treffen wird. Da haben wir noch hohen Aufholbedarf, aber ich denke, das ist schon eine Errungenschaft der letzten Jahre. Die abschließende Zahl, die macht deutlich, dass sich die Security Controls mittlerweile bis in die Verträge vorgearbeitet haben und dass mittlerweile die Hälfte der Unternehmen dezidierte Cyber Security Maßnahmen oder Controls in die Verträge mit ihren Partnerfirmen eingearbeitet haben. Dies nur als kurze Motivation für das Thema selber. Auf der nächsten Folie sehen wir die eigentliche Aufgabe hinter Cyber Security, warum wir überhaupt nur ein kurzer Abriss als Refresher, was wir als Aufgabe von Cybersicherheit verstehen. Wir unterstützen die klassischen Schutzziele der Informationssicherheit, namentlich die Vertrautheit, die Integrität und die Verfügbarkeit von Informationen, Data Leaks oder Angriffe, die die Vertrautheit angreifen, sind Data Leaks, wo sensible Informationen Ihrer Unternehmung verschiedene Interessensgruppen wie der Öffentlichkeit oder Mitbewerbern zugänglich gemacht werden. Die ist der unautorisierte, die unautorisierte Modifikation von Informationen. Das ist ein Schutzziel, was in der Produktion, im Manufacturing, IT Security eines der besonderen Schutzziele gilt. Und Angriffe, die die Verfügbarkeit von Informationen adressieren, sind eigentlich die am häufigsten stattfindendsten Attacken aktuell. Das sind Ransomware-Angriffe, die automatisiert stattfinden und meist über Kryptowährung Lösegeldforderungen anstellen. Da ist auch das konkrete Beispiel vom Universitätsklinikum Düsseldorf, was Herr Gefel gerade angesprochen hatte. Dies nur als kurze Motivation in die Thematik. Ich denke, Sie alle sind sich der Faktenlage bewusst und kennen auch die drastische Situation. Dies soll uns aber einen gemeinsamen Einstieg in die Thematik schaffen. So,
Als Managementberatung betreuen wir seit knapp 2 Jahrzehnten Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation und begleiten sie in eine digitale Zukunft. Perfekt, genau. Und was wir in dieser Zeit gelernt haben, haben wir in dieser Veröffentlichung aufgenommen und möchten in diesem Seminar Ihnen mitgeben. Der Kerntreiber von all dem, was wir jetzt hier erleben, ist die Veränderung des Sicherheitsparameters, Perimeters, Entschuldigung. Das Verständnis von einer Firma, die in einer burgähnlichen Situation mit Schutztor und Burggraben abgesichert ist, ist veraltet. Wir sprechen in der Zukunft von einer Entwicklung zu einem multidimensionalen Perimeter, den es in der Zukunft zu schützen gilt. Ich habe in der Teilnehmerliste gesehen, dass wir Kunden aus verschiedenen Branchen hier haben. Wir freuen uns sehr über diese Vielfalt. Uns ist bewusst, dass die Reifegrade der verschiedenen Branchen unterschiedlich sind. Einige Branchen haben noch etwas Zeit und befinden sich jetzt vielleicht noch in einem vertrauteren Sicherheitsperimeter. Andere sind schon sehr weit fortgeschritten im Rahmen der Digitalisierung. Fakt ist aber, dass es uns alle treffen wird. Und dies als Treiber, dies verstehen wir als Treiber für die 5 großen Herausforderungen, die Sie jetzt auf der rechten Seite sehen, die wir in unserer Kundenarbeit herausgearbeitet haben. Der erste große Treiber, den wir verstehen, ist die Digitalisierung von Produkten und Services mithin zu Geschäftsmodellen. Das ist natürlich getrieben von vernetzten Produkten, die auf der einen Seite abgesichert werden müssen, die zugehörigen Backend-Systeme und die Kommunikation zwischen den Backend-Systemen und den Produkten und Services auf der anderen Seite. Herausforderungen wie beispielsweise neuartige Services, die dann tatsächlich Softwareentwicklung beinhalten, verorten wir ebenfalls in diesem Challenger-Block. Die zweite große Herausforderung sehen wir in der Integration von Cloud-Services. Darunter verstehen wir die Anreicherung von bestehenden Services durch Cloud-Services vor dem Hintergrund eines besser adressierten Kundenbedürfnisses. Und diese Anreicherung hat zur Folge, dass sich Ihre IT-Landschaft verändert und eine Sicherheitsarchitektur muss halt dieser veränderten IT-Landschaft Folge tragen und sie somit absichern. Die dritte große Herausforderung bezeichnen wir als New Work und External Collaboration. Das Schlagwort Homeoffice ist in aller Munde. Gern gehe ich in der nächsten Folie einmal dezidierter auf diese Herausforderung ein. Als viertes sehen wir Daten, Data as an Asset, Daten als Produktionsfaktoren, als Wirtschaftsgüter. Die Relevanz von Informationen und Daten ist sehr bekannt. All die vernetzten Produkte und Services basieren auf diesen Daten. Und ein modernes Datenmanagement bringt eigene Herausforderungen mit. Und diese sind so ein großer Block, dass wir diese als eine der großen dezidierten Herausforderungen im Rahmen der digitalen Transformation sehen. Den Schatz aus diesen Daten zu heben, da benötigen wir Technologien für, die Datenanalyse beinhalten, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sind solche Technologien. Diese komplexen Backend-Systeme, Governance-Strukturen in Data Lakes und vielfältig automatisierte Prozesse unter Einbindung auch von Externen, dies verorten wir hier in diesem 5. Block der Herausforderungen. Wenn wir uns jetzt den 3. Aspekt, New Work und External Collaboration, einmal genauer anschauen, dann sehen Sie jetzt hier ein exemplarisches Schaubild und ich möchte Ihnen das einmal kurz erläutern. Wenn wir aber einen Schritt zurückgehen, müssen wir uns überlegen, was ist überhaupt passiert? Was hat sich verändert? Es ist die Arbeit, die sich verändert hat. All Ihre Mitarbeiter haben neue Anforderungen, beziehungsweise Ihr Business hat neue Anforderungen an Arbeit selber. Wir wollen von jedem Ort der Welt mit verschiedenen Geräten auf Informationen zugreifen. Berechtigungen spielen dort eine sehr große Rolle. Wir wollen aber zusätzlich kollaborieren in Zusammenarbeit mit Mitbewerbern, Forschungseinrichtungen, anderen Firmen zusammenarbeiten, das auch auf unsere eigenen Daten, die an verschiedenen Orten in der Unternehmung selber liegen. Das Bild, was Sie jetzt hier exemplarisch sehen, ist eigentlich schon das Zukunftsbild,
wo wir einen kleinen blauen Kreis sehen, der das Corporate Network symbolisiert. Und Internet Services, Trusted Cloud, eigene Devices außerhalb dieses Konzern- oder Firmennetzwerkes liegen und eben nicht mehr innerhalb dieses alten Perimeters liegen. Wir sehen auch Unmanaged External Devices, die stehen sinnbildlich für die dritte Partei an dieser Stelle. Ich denke, Sie alle haben im Rahmen der Corona-Pandemie die Herausforderungen meistern dürfen oder begleiten dürfen, all Ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Und sehr schnell sind auch Sie vermutlich an die Performance-Einbußen gekommen, wenn Sie den Traffic über VPN durch Ihr Konzernnetzwerk senden mussten. Und all diese Herausforderungen gilt es in diesem dritten großen Block, wie wir ihn verstehen, zu bearbeiten. Weil das Resultat daraus ist, dass all die schön installierten Sicherheitsfeatures auf dem alten Perimeter bei der Direktanmeldung auf dem SharePoint beispielsweise schon nicht mehr greifen, wir also neue Security Controls etablieren müssen an dieser Stelle. Das vielleicht als kleiner Einblick in diese Herausforderung, wie wir sie sehen, vielmehr in der späteren Veröffentlichung. Wir sind natürlich nicht nur eine Managementberatung, die Ihnen die Herausforderungen aufzeigt, sondern wir möchten auch mit unseren Erfolgsfaktoren Sie einmal motivieren, zu verstehen, dass es all diese Herausforderungen auch zu meistern gilt. Hier einmal verschaubildlicht, welche Erfolgsfaktoren wir sehen. Der erste sind die klaren Rollen und Verantwortlichkeiten. Darunter verstehen wir die Nominierung der relevanten Parteien, eine klare Verteilung der Accountability, insbesondere unter Einbezugnahme des Business, der Business-Seite. Wir verstehen aber auch darunter, dass es ein gewisses Vorstands- oder Geschäftsführungskommitment für die Thematik gibt, mit entsprechenden Budget und Aufmerksamkeit. Der zweite große Erfolgsfaktor ist die Transformation der Sicherheitsarchitektur. Wie eben erwähnt, das ist die Migration in die Cloud, die es zu bewerkstelligen gilt. Und mit Cloud Access Security Brokern und anderen Schlagwörtern, die jetzt an dieser Stelle passend sind, gilt es halt, diese neue Sicherheitsarchitektur aufzubauen und sich in diese Richtung zu entwickeln. Der dritte große Erfolgsfaktor ist eine Berücksichtigung von Sicherheit im gesamten Lebenszyklus von IT-Lösungen. Es ist nunmehr nicht nur oder ausreichend, Lösungen im Betrieb abzusichern, sondern sehr früh müssen in der Konzeptionsphase von beispielsweise MVP-Entwicklung Maßnahmen ergriffen werden, dass diese MVPs beispielsweise abgesichert werden, sofern sie dann in den Betrieb gehen später. Und dort sind halt Design Principles wie Security by Design zu implementieren. Den vierten Erfolgsfaktor wird mein Kollege gleich dezidierter vorstellen. Den überspringe ich an dieser Stelle und möchte den fünften Erfolgsfaktor hervorheben. Für uns ist das die gesamtheitliche, ganzheitliche Planung, Transformation und das ganz stark verbunden mit einem lokalen Enablement. Was verstehen wir darunter? Es gilt, dieses komplexe Thema interdisziplinärer Natur ganzheitlich zu verstehen, aufzusetzen, anzugehen und sehr, sehr wichtig, lokale Einheiten, regionale Einheiten, Standorte, Niederlassungen, Produktionszeit auch so weit zu befähigen, dass die Sicherheit an diesen Stellen gewährleistet ist. Das sind dann Blueprints, Maßgaben, aber am Ende auch Assessments, inwieweit diese durchgeführt werden können oder durchgeführt wurden. Das an dieser Stelle in einem schnelleren Durchlauf unsere Herausforderungen, wie wir sie für moderne Cybersecurity im Rahmen der digitalen Transformation verstehen und unsere Erfolgsfaktoren, wie diese zu managen sind. Bevor ich jetzt überleite zu meinem Kollegen André Krick, würde ich Ihnen gerne noch eine kurze Frage stellen. Und dafür bitte ich Sie, in dem Tool einmal eine Abstimmung anzutriggern. Und unsere Frage lautet, welche der hier aufgelisteten Cybersecurity-Herausforderungen treffen auch Sie? Wir haben jetzt explizit nicht all die fünf, die wir aufgeführt haben, aufgeführt, da wir glauben, Data is an Asset und die künstliche Intelligenz-Themen
sind bisher noch nicht so ein großes Schmerzthema. Ich lade Sie also ein, einmal ganz kurz abzustimmen. Das hilft uns auch in der Q&A-Session gleich für ein spannendes Bild oder spannende Gespräche. Perfekt. Sehr spannend, wie sich live hier die Zahlen verändern. Ich glaube, jetzt bleiben sie gerade einmal statisch. Würde ich einmal die Umfrage schließen, André? Jo, ich glaube, 5 Sekunden können wir den Teilnehmern noch geben und dann würde ich jetzt direkt mal schließen. Okay. Perfekt. Ja, vielen Dank einmal für Ihren Beitrag. Sehr spannend jetzt an dieser Stelle zu erkennen, dass Sie mit großer Mehrheit die Sicherheit in Kundenprodukten und Services als große Sicherheitsherausforderung sehen. Spannend für uns ist auch zu sehen, dass Sie die Aspekte der Produktion hier explizit hervorrufen. Da können wir vielleicht in der Q&A-Session gleich noch dezidiert drauf eingehen. Ich bedanke mich erstmal für Ihren Beitrag an der Stelle und gebe über an meinen Kollegen. Ja, vielen Dank, Felix. So, ich hoffe, ich bin jetzt sichtbar und würde mal in den nächsten Teil gehen zum risikobasierten Ansatz. Genau, vielleicht vorweg, wir können gleich auch noch über einzelne dedizierte Themen sprechen. Das Thema SASE beispielsweise ist ja gerade eben von meinem Kollegen schon angesprochen worden mit dem ganzen Thema Cloud Security, CASB, Secure Web Gateways und so weiter und so fort. Wenn da auch noch andere Themen sind, bitte einfach kurz melden. Dann können wir da gerne auch gleich nochmal drauf eingehen. So, was ich jetzt im ersten Schritt mit Ihnen möchte, einmal kurz unseren risikobasierten Ansatz vorzustellen in den Grundzügen und würde dann im zweiten Schritt auch nochmal einen kleinen Walkthrough durch ein Beispiel mit Ihnen machen, um das einfach nochmal zu verdeutlichen, wie dieser Ansatz aussieht. Gut, dann fangen wir mal an. Ich möchte jetzt nicht die ganze Folie im Detail vorlesen. Wie gesagt, wir werden Ihnen diese Dinge auch zur Verfügung stellen. Grundsätzlich, was ist die Frage oder was wollen wir denn mit dem risikobasierten Ansatz schaffen? Bei dem risikobasierten Ansatz geht es darum, erstmal natürlich zu identifizieren, was sind denn wirklich die Notwendigkeiten aus dem Bereich der Security. So dieser Leitsatz, viel hilft viel, ist natürlich eine Möglichkeit, ist aber in heutigen Zeiten natürlich schwierig auch durchzuhalten, wenn man sich auch mal die ganzen Kosten für Cybersecurity-Produkte ansieht, den Aufwand, den der Betrieb dieser Lösung kostet und so weiter. Dementsprechend gehen wir erstmal davon aus, in unserem Ansatz zu sagen, okay, wir müssen erstmal die organisatorischen oder die prozessualen technischen Herausforderungen identifizieren. Das kann natürlich getrieben sein durch das Business, durch Technologieänderungen und Ähnliches, um dann erstmal zu gucken, in diesem Ansatz hier unten zu sagen, okay, welche Risikoszenarien haben wir denn, welche sind für uns relevant, welche müssen wir angehen, welche müssen wir vielleicht auch nicht angehen, erstmal auf dieser Grundlage zu starten und nicht zu sagen, wir wollen jetzt die Welt retten, sondern wir wollen wirklich das tun, was unserem Business und unserer Produktion und natürlich auch unseren Kundenprodukten hilft im Rahmen von Security. Gut, was ganz wichtig zu beachten ist bei dem ganzen Thema, das erleben wir immer wieder bei Kunden, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass gewisse Dienstleistungen outgesourced werden. Das kann natürlich sein im Rahmen der internen IT, das kann aber auch sein im Zukauf von Services für Kundenprodukte. Da die Sichtweise, Security ist in der Verantwortung desjenigen, der auch die Technologie oder die IT und die Services betreibt. Das ist natürlich teilweise ein Trugschluss, wenn man aus der Historie sich das Ganze ansieht. Was alles im Data Center und innerhalb des Perimeters betrieben worden ist, war natürlich die interne IT und die interne Security auch natürlich dafür verantwortlich, dass diese Lösungen sicher betrieben worden sind. Durch die Migration oder die Transformation in die Cloud ist jetzt sozusagen die Responsibility natürlich übergegangen auf denjenigen, der den Service anbietet. Die Accountability ist aber immer noch natürlich Teil der Organisation, die diese Produkte verkauft oder die diese IT nutzt.
So, also die Ownership und die Accountability können Sie halt nicht weggeben. Sprich, auch wenn alles in die Cloud wandert, sind Sie im Endeffekt immer noch als Unternehmen dafür verantwortlich, bei Ihren Dienstleistern abzufragen und zu prüfen, wie die dann Security sicherstellen oder auch zu gewährleisten, dass das, was Sie früher in der internen IT hatten oder innerhalb Ihres Security-Perimeters, dass diese Security-Funktionalitäten oder auch Schutzmechanismen auch weiterhin natürlich gelten, wenn Sie Dinge in die Cloud geben. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen im Sinne von Accountability und Responsibility, weil am Ende des Tages zählt nicht, wer das System betreibt aus Anwender- oder aus Kundensicht, sondern am Ende des Tages sind Sie es als Unternehmen, die Kundenprodukte oder Kundenservices anbieten oder interne Dienstleistungen und dafür natürlich sicherstellen müssen, dass Sicherheit gewährleistet ist. So. Was man bei dem Ganzen jetzt beachten kann, muss, darf, es gibt zwei verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Auf der linken Seite finden wir den eher Maturity-basierten Ansatz, zu sagen, okay, Corporate Security definiert einen gewissen Grad an Security, der bindend ist, also sozusagen eine globale Security Baseline. Alles, was sozusagen bis zu diesem Status passiert, also diesen Status Basic zu erreichen, ist Vorgabe des Unternehmens. Alles, was darüber hinaus stattfindet, ist dann allerdings natürlich Verhandlungssache mit den einzelnen Business-Divisionen, mit den einzelnen Produktverantwortlichen, mit den Sites, wenn wir über global aufgestellte Unternehmen reden und so weiter. Sprich, eine Security erfordert ein Mindestmaß oder eine Security-Organisation erfordert ein Mindestmaß an Sicherheit. Alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich entsprechendes Risikoappetit des Unternehmens zu definieren. Jetzt kann man natürlich darüber argumentieren und sagen, ja, das ist eine gute Ansatzmöglichkeit, mit dem Thema Cyber Security umzugehen. Die Herausforderung bei dem ganzen Thema ist natürlich, dass es schnell zur Diskussion wird, müssen wir denn 3 sein oder müssen wir 4 sein, müssen wir 5 sein, reicht nicht 3, warum müssen wir denn Geld ausgeben, um advanced zu werden, hilft uns das denn wirklich, reicht es nicht, wenn wir basic sind? Das sind immer solche Diskussionen, die aufkommen bei einem Maturity-basierten Ansatz. Deshalb rechts auch nochmal der risikobasierte Ansatz, weil da ist natürlich die Fragestellung, wenn man ein unternehmensweites Risiko hat, wie beispielsweise die Produktion ist gefährdet bezüglich Stillstand, Performance-Glitches oder was auch immer, dann ist das etwas, was man dem Business natürlich auch anders verkaufen kann. Und da geht es natürlich dann darum, zu identifizieren, welche Risikoszenarien haben wir, welche Auswirkungen haben die, wie könnten wir die mitigieren, was kostet das Ganze und ist das Business auch bereit, diese Kosten zu tragen? Weil es kann natürlich im Endeffekt immer dabei rauskommen, dass das Business, und das sehen wir ja bei den Akzeptanzkriterien, auch bereit ist, ein Risiko einfach zu tragen. Sprich, wenn wir einen Ransomware-Infekt haben in einer Produktionsstätte, könnte natürlich der Standortleiter sagen, man ist bereit, dieses Risiko zu tragen, wenn davon nur der einzelne Standort betroffen ist, weil es günstiger ist, gegebenenfalls Systeme alle wieder neu hochzufahren, als jetzt für mehrere Millionen Euro Security-Tools einzuführen. So, das ist natürlich immer eine Entscheidung, aber es geht natürlich jetzt auch darum, das transparent zu machen. Das ist die Kernphilosophie unseres Ansatzes, zu gucken, was ist denn das überhaupt das verbundene Risiko? Was könnten wir tun? Wie viel kostet das? Und wiefern wollen wir das auch wirklich tun und in die proaktive Risikomitigierung gehen? Natürlich kann man das Ganze auch noch hinterher mit Business Cases rechnen. Soweit wollen wir jetzt heute nicht gehen, aber das ist natürlich auch ein valider Ansatz, das Ganze zu tun. So, wie sieht das Ganze aus? Im Endeffekt haben wir 5 Phasen, die wir auch gleich nochmal im Detail vorstellen wollen. Wie gesagt, im ersten Schritt geht es erstmal darum, die Risiken zu identifizieren, sprich die Risikoszenarien und die auch erstmal transparent zu machen und auch dem Executive Management transparent zu machen und erstmal darzustellen, welche Risiken gibt es denn überhaupt und welche Auswirkungen haben die. Weil letztendlich in vielen Konzernen, aber auch bei Mittelständlern, da natürlich die Fragestellung ist, wer finanziert das Ganze und dementsprechend wir häufig in Kundenprojekten auch feststellen, dass das Business erstmal davon zu überzeugen ist, warum wir denn jetzt Security-Maßnahmen durchführen und warum diese auch wichtig sind.
So, das wäre der erste Schritt, das Risikoszenario oder die Risikoszenarien zu identifizieren, auch zu priorisieren und zu gucken, welche sind relevant oder nicht relevant. Im zweiten Schritt dann zu gucken, wie ist die Risikoarchitektur. Sprich, wenn wir jetzt über, weiß ich was, über Security-Themen im Bereich der Produkte, ob das jetzt, weiß ich was, sagen wir mal, das selbstfahrende Auto ist oder flashing over the air oder was auch immer, zu gucken, okay, welche Architekturkomponenten haben wir denn eigentlich? Wir haben das Auto, wir haben die ganzen Backup-Systeme, wir haben die ganzen Kommunikationskanäle, wir haben vielleicht auch irgendwelche Auswertungstools, wir haben, weiß ich was, irgendwelche künstlichen Intelligenzen da drin stecken. Erstmal dieses ganze Themenfeld aufzurollen und zu gucken, woraus besteht denn dieses Szenario jetzt technisch und wo kann das angegriffen werden? Und da kommen wir genau in diesen dritten Schritt, das abzuleiten und zu sagen, wo sind wir denn überhaupt angreifbar? Jetzt könnte man sagen, beispielsweise beim Auto, ja, natürlich könnte ein zentrales System irgendwie gehackt werden bei einem Automobilhersteller, was dazu führt, dass eine schadhafte Software auf alle Autos over the air aufgespielt wird. So, es könnte natürlich aber auch sein, dass der Weg andersrum geht, dass ich sozusagen physisch wirklich das Auto hacke und sozusagen über den Rückkanal Schadsoftware Richtung Unternehmen bringe. So, darum geht es in diesem dritten Schritt mal wirklich zu gucken, welche Komponenten haben wir denn und wo sind die entsprechenden Angriffsszenarien. Schritt 4 ist dann technischer Natur zu gucken, welche Security Controls könnten uns denn helfen. Sprich, wollen wir sozusagen Datenströme analysieren auf Abnormalitäten oder wollen wir gucken, beispielsweise, dass wir Zugriffe beschränken, was oftmals so unter Zero Trust läuft. Kann aber auch prozessuale Themen sein. Wollen wir unsere Leute besser schulen, dass ein besseres Verständnis da ist, was wirklich Ransomware ist, Phishing-Mails und so weiter, was man nicht tagtäglich alles sieht. Darum geht es in den Security Controls. Wie gesagt, das müssen nicht immer technische sein. Es können natürlich auch prozessuale sein. Es kann Awareness-Themen sein, Trainings, was auch immer. So, und last but not least ist natürlich die Fragestellung, die sich daraus ein Stück weit ergibt. Ja, kurz wechseln. Zu gucken und zu sagen, was sind denn jetzt die entsprechenden Measures, die ich tun sollte? Was bringt mich denn jetzt entsprechend auch wirklich voran? Was kostet mich das und so weiter. So, das ist sozusagen in dem letzten Schritt hier. Und dafür ist es natürlich auch wichtig zu sehen, wo stehe ich denn aktuell überhaupt in der Baseline? Also wie ist mein Schutzbedarf oder mein Schutzlevel jetzt zum Beispiel bei dem Produkt, bei dem Backend-System, in Produktionsstätten und so weiter. Und das kann ich natürlich genau gegen diese Security Controls wieder matchen, indem ich herausfinde, habe ich denn solche Schutzmechanismen oder habe ich sie auch nicht? Und wie gut sind diese natürlich? So, das war einmal ganz kurz im Überflug der Prozess, wie wir ihn sehen. Und wir würden jetzt im nächsten Schritt nach einer kurzen Zwischenfrage mal den Prozess im Detail vorstellen mit einem ausgewählten Beispiel. Wir können die Zeit, die wir hinterher aber auch noch haben, auch nochmal Ihre Fragen beantworten und auch nochmal auf andere Themen eingehen, ob das jetzt Cloud Security ist, ob das Security-Organisationsaufbau ist und so weiter. Aus der ersten Frage haben sich ja diverse Themen nochmal herauskristallisiert, da können wir natürlich gerne auch nochmal drüber sprechen. Wie gesagt, in unserem nächsten Beispiel gehen wir jetzt erstmal über einen relativ einfachen Fall, über das Thema der Produktionssicherheit. Wie gesagt, wir können dann aber auch im anschließenden Kontext nochmal weitere Fragen in andere Richtungen evaluieren. So, was ich jetzt gerne einmal machen würde, ist eine zweite Frage starten, die uns weiterhelfen würde. Ich hoffe, Sie sehen jetzt alle unsere zweite Kurzumfrage. Genau, bei dieser zweiten Frage geht es jetzt darum, wie identifizieren Sie denn notwendige Security-Maßnahmen bei sich im Unternehmen? Da haben wir festgestellt bei unseren Kunden, dass es völlig unterschiedliche Ansätze gibt, von einem sehr methodisch, mathematisch korrekten bis hin zu andere Unternehmen machen das doch auch. Und da wären wir einfach mal kurz daran interessiert, mal so ein Stimmungsbild von Ihnen zu kriegen, wie Sie denn als Unternehmen zu den eigentlichen Security-Maßnahmen kommen,
wie Sie die ableiten und wie Sie dann sozusagen zu den entsprechenden Projekten auch kommen. Genau, ich würde Ihnen jetzt noch mal so 15 Sekunden Zeit geben. Man sieht, dass da jetzt gerade eine Menge passiert. Gut, dann würde ich die Umfrage jetzt gleich mal schließen. So, dann erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung. So, und ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Übertragung. Wie man sehen kann, ich hoffe, Sie sehen es. Ich kann es auf meinem Bildschirm nämlich nicht sehen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine Vielzahl der Antworten ist, dass die Erwartungshaltung besteht, dass die IT-Security-Aspekte berücksichtigt. Das ist grundsätzlich natürlich auch nachvollziehbar und auch richtig, weil Security ein integraler Bestandteil der IT auch selber ist. Da wird es natürlich nur spannend, und das können wir gleich auch nochmal in dem Beispiel sehen, inwiefern kann ich denn auch wirklich prüfen, ob die IT wirklich diese Security-Aspekte alle integriert hat und auch mit berücksichtigt hat. Was wir auch sehen, Maßnahmen werden basierend auf der IT-Strategie abgeleitet, was prinzipiell auch eine gute Sache ist, das natürlich so zu tun. Da können wir auch nochmal gleich so im Big Picture mal ein Stück weit drauf eingehen, wie das denn zusammenhängt, unser risikobasierter Ansatz, als auch die Idee von der IT-Strategie beziehungsweise von der Business-Strategie aus loszustarten. Gut, dann erstmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die Teilnahme an unserer Umfrage. Dann würden wir jetzt mal einen Schritt weitergehen in unser Walkthrough zu dem Beispiel, was wir gewählt haben, Interruption of Supply Chain. Es könnte jetzt hunderte von verschiedenen Beispielen geben, die wir jetzt hier präsentieren könnten. Wir haben das genommen, weil es relativ anschaulich ist und mal da an einem überschaubaren Beispiel erklären kann, wie dieser Prozess denn jetzt aussieht. Gut, dann würde ich mal losstarten. Wie schon am Anfang gesagt, am ersten Schritt wäre es natürlich wichtig zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal diesen Fall Interruption of Supply Chain nehmen, was ist denn das eigentliche Risikoszenario? Worum geht es uns denn? Das kann natürlich alles Mögliche sein. Die Performance kann einbrechen von der Produktion durch was auch immer. Sie kann natürlich komplett ausfallen. Es kann auch dazu führen, dass wir hinterher nicht nur noch über Cyber Security sprechen, sondern dass wir auch über Safety sprechen. Das kann natürlich dann passieren, wenn durch Cyber Security Angriffe auch Infrastruktur angegriffen wird. Und dann wird es wirklich zum Sicherheitsfall, ob das, weiß ich was, Maschinen sind, die nicht mehr so funktionieren, wie sollten, oder ob irgendwelche Temperatur- oder Kühlanlagen nicht mehr so funktionieren sollten, wie sie es eigentlich tun sollten und so weiter. Genau, in unserem Fall haben wir gesagt, okay, das Szenario ist, die Produktion wird wirklich unterbrochen und das würde dazu führen, dass wir wirklich Downtimes haben. Was bei vielen unserer Kunden oder bei einigen Kunden, die wir in unserem Umfeld haben, nicht ganz trivial ist, weil wer von Ihnen schon mal einen Vorfall in der Produktion hatte, der wird feststellen, dass es nicht so einfach ist, eine Produktion mal eben wieder hochzufahren, dass es durchaus Tage bis Wochen dauern kann, die entsprechenden Systeme alle in der richtigen Reihenfolge wieder hochzufahren. Das heißt, die Unterbrechung gar nicht das große Problem ist, sondern wirklich die Zeit, die Systeme wieder alle hochzufahren, und zwar in der richtigen Reihenfolge. So, jetzt kann man sich natürlich bei dem Risikoszenario noch angucken, welche Annahmen nehmen wir damit rein. Gibt es entsprechend ordentliches Backup- und Restore-Konzept und Lösungen? Haben wir Disaster-Recovery-Pläne und so weiter und so fort? Das wirkt natürlich alles erstmal positiv auf die Wiederherstellung der Produktion. So, wenn man sich das Ganze ansieht, dann kann man natürlich einen Risk-Score auch bilden, der auf der linken Seite abgebildet ist. Also wie wahrscheinlich ist denn, dass dieses Risiko eintritt und welchen Impact hat es auf uns? Umso weiter oben rechts wir sind, desto schwerwiegender ist natürlich das ganze Thema. Und dementsprechend lässt sich daraus auch schon ein Stück weit ableiten, wie unsere Mitigationsstrategie denn ist, die man hier unten sieht, oder unsere Treatment Strategy. Und in diesem Fall beispielsweise zu sagen, ja, wir wollen das ganze Thema mitigieren, weil der Schaden so groß ist, dass es sich lohnt, proaktiv zu investieren.
So, jetzt ist natürlich die Frage, woran wollen wir denn investieren? Dafür die nächste Folie. Was wir eben schon gesagt hatten, was jetzt natürlich wichtig wäre, erstmal den Scope zu identifizieren, worüber reden wir denn? Und hier auf dieser Slide kann man jetzt dieses Beispiel mal sehen, wo wir erstmal so ganz high level wirklich nur die Architektur aufgemalt haben. Wie gesagt, wenn ich das jetzt natürlich mit Security-Experten oder Infrastrukturexperten machen würde, wäre das jetzt wahrscheinlich nicht im PowerPoint. Das ist jetzt aber erstmal die Variante, erstmal nur um Management, Business und IT-Management dafür zu sensibilisieren, worüber wir denn am Ende des Tages überhaupt reden. Man kann jetzt hier beispielsweise sehen, wenn wir sagen, wir haben jetzt hier unseren Maschinenpark oder unsere Steuerungseinheiten auch, ein mögliches Risikoszenario oder ein Driver für dieses Security-Risiko ist relativ trivial. Ein externer Servicetechniker kommt bei Ihnen vorbei, will ein Update an der Maschine durchführen, kommt mit einem USB-Stick vorbei, steckt diesen USB-Stick in die Maschine. Leider war der USB-Stick verseucht. Das kann man sich auch bei Stuxnet ansehen. Und dadurch ist die Maschine infiziert. Und je nachdem, wie natürlich das Layout Ihres Netzwerkes ist, kann sich diese Infektion jetzt entweder durch Ihre Produktion oder bis durchs ganze Unternehmen verbreiten. Das ist jetzt aber auch nur ein Angriffsvektor. Andere Angriffsvektoren könnten sein, beispielsweise über funktionale PCs, an MES-Systemen, Historians oder was auch immer, dass da entsprechend funktionale PCs nicht so abgeschirmt sind, wie sie das vielleicht sein sollten, sondern dass der Mitarbeiter auch an den funktionalen PCs vielleicht seine E-Mails checkt und da eine Phishing-Mail zufälligerweise erwischt, auf den Link klickt und sich da infiziert und dann über diesen Kanal diesen Virus hier einspielt. So könnte man jetzt noch weitergehen über Remote Maintenance Themen und so weiter und so fort, über File Shares, die infiziert werden, also wo wir nicht von der Produktion ins Office-Netz infizieren, sondern andersrum, dass etwas im Office-Netz infiziert ist und dann in die Produktion gelangt. So kann man an diesem Bild jetzt erstmal identifizieren, welche Kernassets haben wir denn, wie sind die angreifbar und welche Wege könnte es denn da geben. Das Ganze kann man dann auch nochmal als Satz letztendlich bilden. Hier ist mal ein Beispiel, wie wir diese Syntax zu dem Bild auch noch aufbauen. Man kann jetzt sehen, hier oben ist so ein Beispielsatz, Protect Manufacturing Systems Against Failure via Malware by Service Technician. Und zwar haben wir in unseren Projekten herausgefunden, eine relativ einfache Syntax, die man verwenden kann, um erstmal Risikoszenarien zu identifizieren und zu beschreiben, ist, sich anzusehen, welche Assets sind denn erstmal gefährdet in meinem Scope. Was ist denn gefährdet? Ja, das könnte jetzt sein, sozusagen, Verfügbarkeiten, das könnte sein Integrität oder Confidentiality. In unserem Fall, wenn ich das jetzt von vorne nach hinten durchspiele, mal mit den Attack-Vektoren und auch mit den Threat-Vektoren, wäre das beispielsweise, natürlich könnte ich jetzt irgendwie Manufacturing-Device angreifen. Das Thema wäre Availability, weil ich möchte nicht, dass das unterbrochen wird. Was kann sozusagen der Auslöser dafür sein, DDoS-Attacken beispielsweise, wäre jetzt eine Möglichkeit, sozusagen Performance-Glitches herbeizuführen. Ich könnte natürlich aber auch Dinge haben wie Physical Attacks. Es könnte aber auch sein, eine Ransomware oder was auch immer. Und würde dann dazu führen, dass das System vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie es denn funktionieren sollte. Es wird zerstört, wir haben ein Safety-Thema, was auch immer. So, das heißt, über diese vier Komponenten, welches Asset ist denn betroffen? Was ist denn aus einer Availability, Integrity und Confidentiality-Thematik das Thema? Plus, wie wird das angegriffen und was ist die genaue Auswirkung? Lässt sich relativ einfach solche Security-Use-Cases abbilden. Genau, und die helfen natürlich dann dabei, auch zu identifizieren, welche Themen haben wir, wo müssen wir etwas tun und ist als Ergänzung von uns dann auch mal gerne genutzt zu diesen Architekturbildern. Genau, so, wenn wir jetzt diese Use Cases haben, geht es natürlich um die nächste Fragestellung. Ja gut, was nun? Also wie können wir das Ganze denn absichern? Und was ich eben schon sagte, es geht bei uns oder es geht generell nicht immer nur um Technik. Technik ist natürlich schön, gut und wichtig. Beispielsweise, wenn wir sagen,
In unserem konkreten Fall, wir bräuchten eigentlich sowas. Eine Möglichkeit wäre USB-Locking, entweder virtuell oder wirklich physisch. Also ne, wir haben wirklich einen USB-Dongle, womit ich wirklich den USB-Port abschließen kann. Ich könnte aber auch sowas haben wie eine Scanning Station. Das heißt, ich habe wirklich ein physisches Device, wo ich den USB-Stick einmal reinstecken muss. Der wird dann einmal gescannt und dann kommt der saubere USB-Stick wieder raus. So, das sind alles technische Möglichkeiten. Darauf muss ich mir dann natürlich noch überlegen, welche Services möchte ich dazu haben? Möchte ich dann informieren, reporten darüber, wenn etwas gefunden worden ist? Ist ja auch nicht vielleicht ganz unwichtig, wenn ich feststelle, dass ein Techniker von einer Firma mit einem verseuchten USB-Stick kommt, dann auch zu wissen, wenn vielleicht andere Techniker von der Firma kommen, dass ich da auch vielleicht mal ein Auge drauf werfe. Klar, welche Prozesse brauche ich, um das Ganze zu betreiben? Und natürlich, last but not least, People, es ist natürlich oftmals auch ein Awareness-Thema, einfach die Leute dafür zu sensibilisieren, nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen USB-Sticks durch die Produktion zu rennen. Und da entsprechend auch Trainings zu geben, zu sagen, wie das Ganze zu verwenden ist. Wie gesagt, am Ende des Tages ist es nicht immer ein technisches Thema, sondern es ist ein gesamtheitliches Thema, dann auch diese Risikoszenarien zu mitigieren. Gut, letzte Folie dann zu unserem Beispiel. Was natürlich jetzt auch noch wichtig ist, das ist jetzt ja natürlich erstmal eine Betrachtung zu sagen, ja, eine USB-Scanning Station beispielsweise, die Malware identifiziert und dann vielleicht auch sogar sofort darüber reportet und eine Warnmeldung gibt, das ist etwas, was wir haben wollen. Natürlich ist dann im nächsten Schritt die Frage, wo stehen wir denn bei der Maturity aktuell? Also wie ist die Qualität, was wir gegebenenfalls schon haben und wie ist auch Coverage? Es nützt mir natürlich nichts, wenn ich eine tolle USB-Scanning-Station habe, habe aber 100 Produktionszeit weltweit und die steht genau an einem Standort in Deutschland. Damit ist mir natürlich jetzt nicht geholfen. Und deshalb ist es natürlich wichtig, im letzten Schritt auch nochmal zu gucken, wo stehen wir denn bei unserem Protection Level für diese einzelnen Maßnahmen, die wir identifiziert haben oder die einzelnen Controls, um dann auch wirklich abzuleiten, was wollen wir denn tun. Und das will ich jetzt gar nicht so im Detail alles Ihnen darlegen hier und vorlesen. Das ist nur mal ein exemplarisches Beispiel hier. Wo kommen wir denn eigentlich her? Also was ist unser Current Mode of Operation? Wo wollen wir eigentlich hin in diesem Risikofeld? Und was sind die einzelnen Themen auf den Ebenen People, Processes, Product und Platform, die wir sozusagen in einer gewissen Sequenz umsetzen müssen? So, und das hilft natürlich dann auch noch mal, Guidance zu geben, was sind eigentlich die Themen und was hilft uns kurzfristig auch, unsere Security zu erhöhen. Gut, das, wie gesagt, nur einmal eine kurze Übersicht. So, und die letzte Folie, die ich jetzt dazu gerne noch präsentieren würde, weil wir hatten auch das Thema, woher kommen denn die Maßnahmen? Da hatten wir auch die Rückmeldung gekriegt, dass einige der hier anwesenden Teilnehmern sagen, Ihr Unternehmen leitet diese Dinge aus der IT-Strategie ab. Das ist natürlich auch wichtig, richtig und gut, neben einem risikobasierten Ansatz. Man kann sich das Ganze vorstellen über diese verschiedenen Ebenen hier, wie man Cybersecurity betrachten und betreiben kann. Das eine, was wir jetzt natürlich hauptsächlich vorgestellt haben an der Stelle, ist das ganze Thema Risiken, sozusagen aus dem Risikoumfeld zu kommen und zu sagen, welche Risiken habe ich denn, die Security-Tools dazu auszuwählen und sozusagen mittelfristige Dinge anzugehen. Natürlich kann ich mir das Ganze auch strategisch angucken, aus der Richtung, was sind denn meine Demands aus dem Business im Rahmen der Digitalisierung, wo will man hin, was sind so die Technologien oder die technologischen Innovationen, die auf uns zukommen, die wir betrachten müssen. Was sind vielleicht auch Regularien, nicht ganz unwichtig in global agierenden Unternehmen, vor allen Dingen, wenn man Richtung China guckt, aber auch Russland oder auch USA, wenn man nach Richtung Safe Harbor vielleicht auch mal guckt. Was sind denn die Themen, die wir abdecken müssen, das auch natürlich auf einer Strategie langfristig zu planen und auch langfristig eine Cybersecurity-Architektur zu planen und eine Architekturvision. Sprich, das ist so der grobe Rahmen, wo diese Dinge, die wir gerade präsentiert haben, reinfallen. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, es gibt natürlich im tagtäglichen Leben auch entsprechende Incidents, die da aufschlagen, die aber auch entsprechend mit abzudecken.
Das heißt, wo wir Kunden beraten, ist im Endeffekt auch so einen gesamtheitlichen Ansatz zu implementieren im Rahmen der Security, im Rahmen eines Frameworks, zu gucken, wie denn Security-Architektur idealerweise gemanagt wird. Und das auch natürlich unter dem Aspekt der internen IT, der kundenproduktbezogenen IT und das möglichst natürlich mit einer möglichst hohen Effizienz. Also was ich am Anfang sagte, viel hilft viel, ist nicht der beste Lehrmeister bei dieser ganzen Veranstaltung, weil das sehr teuer und komplex werden kann. Und deshalb beraten wir unsere Kunden genau in diesem Umfeld, wie sie sowas effizient und schlank aufsetzen können. Gut. So. Das wäre es jetzt erstmal grob von den Folien gewesen und unserem risikobasierten Cybersecurity-Ansatz. Wie mein Kollege eben schon erwähnt hat, ist dieser risikobasierte Ansatz einer von 5 Erfolgsfaktoren, die wir sehen, die wir auch in einer entsprechenden Veröffentlichung jetzt noch zeitnah veröffentlichen werden, die wir Ihnen auch zur Verfügung stellen können, wo dann auch nochmal beleuchtet wird, was sind denn Kernelemente dieser anderen Erfolgsfaktoren. Gut, dann wäre ich jetzt aber erstmal an der Stelle soweit durch mit der reinen Präsentation. Und würde Sie ganz herzlich einladen, die Funktion der Fragen zu nutzen. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, die gerade offen sind, dass wir die jetzt gerne beantworten. So. Ich gucke gerade auch mal rein, welche Fragen ich jetzt hier schon so sehe. So. Also eine Frage, die ich vielleicht schon mal vorweg beantworten kann, die ich bekommen habe, ist, das, was wir jetzt dargestellt haben, bezieht sich ganz häufig natürlich auf das Thema der Konzerne. Ist denn sowas auch schlank abbildbar in KMUs? So, also ungefähr sind dort die Frage, die ich bekommen habe. Ja, das ist natürlich auch ein Ansatz für KMUs, vor allen Dingen, weil Konzerne ja vielleicht noch ein anderes Budget für das Thema Cybersecurity haben. Deshalb ist dieser Ansatz natürlich auch sehr charmant für mittelständische Unternehmen, zu gucken, zu sagen, welche Risiken haben wir denn explizit, was haben wir für ein Budget und welchen Risikolevel können wir damit erreichen, wenn wir dieses Budget bestmöglich ausgeben. So, ne, das kann natürlich sein in der Produktion, das kann für das Thema SASE sein, was auch immer. Da über genau diese Risikofälle dann auch das Budget ideal zu verteilen. Also ja, es ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, den wir in mittelständischen Unternehmen fahren. Ja. Gut. Ich würde mal gucken. So, ich sehe hier gerade noch einen Blick. Ergänzend dazu, das war jetzt auch aus der KMU-Perspektive kommend, das Thema Mitarbeiter-Awareness, Awareness-Maßnahmen, Durchführung, Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen. Wir haben das jetzt hier an dieser Stelle nicht so prominent platziert. Wir sind natürlich fest davon überzeugt, dass diese Human Firewall, wie wir sie nennen, geschützt werden und gestärkt werden muss. Das heißt, Quick Wins und Erfolge sind durch Mitarbeiter-Awareness-Maßnahmen klar zu erzielen. Und je nachdem, in welchem Reifegrad Sie gerade stehen, empfehlen wir sehr konsequent, diese Maßnahmen durchzuführen, insbesondere aber auch in Richtung Top-Management-Ebene. Also wir halten sehr viel von Awareness-Maßnahmen an dieser Stelle. Genau, noch 2 andere Fragen, die ich hier gerade im Chat sehe. Die eine Frage geht dahin, was andere Unternehmen machen, also was andere Unternehmen treibt. Was wir jetzt natürlich maßgeblich sehen, einerseits ist das Thema Produktion, vor allen Dingen da auch ein Anwendungsfall, der nicht ganz trivial ist. Also das heißt, wenn wirklich ein Einbruch geschehen sollte und dann hinter man erpresst wird, und zwar damit, dass der Erpresser sagt, ja, ich habe was in Ihrem System geändert, ich bin eingestiegen, aber nur gegen Lösegeld werde ich Ihnen sagen, wann ich eingestiegen bin und was ich geändert habe. Und wenn damit sozusagen Kundenprodukte verändert worden sind, das kann natürlich massiv sein, wenn ich, was ich was,
pharmazeutische Dinge herstelle, also wenn ich Tabletten herstelle oder was auch immer, Aspirin, ich habe keine Ahnung, dann kann das natürlich ein ganz tragischer Fall sein. So, und deshalb ist das Thema in der Produktion ist ein ganz großes Thema bei unseren Kunden, als auch das Thema sozusagen die Digitalisierung treibt alles in die Cloud hinein. Und wie schütze ich denn jetzt sozusagen meine Cloud-Architektur oder meine hybride Architektur ähnlich zu dem, was ich denn heute on-premise habe mit Cloud Access Security Brokern? Wie binde ich das entsprechend an? Wie mache ich das mit einem Secure Web Gateway und so weiter und so fort? Das sind Themen. Und natürlich dann auch, wie schütze ich denn jetzt, wenn ich ein Kundenprodukt habe und da ein Services anbiete, wie schütze ich diese Kommunikation und wie schütze ich mein Unternehmen, dass nicht ein Kundenprodukt beim Kunden gehackt wird und sozusagen rückwirkend über dieses Produkt in mein Unternehmen sozusagen eingegriffen wird. Also das sind so die drei großen Strömungen, die wir da aktuell sehen. Und da geht es natürlich viel auch darum, erstmal zu identifizieren, was will man mit diesen Produkten, was können die Produkte, welche Anbieter gibt es, was ist der Unterschied, wo ist der Business Case für uns, kann man das auch als Service kaufen, also nicht sich irgendeine Security-Architektur dahinzustellen on-premise, sondern beispielsweise ein Secure Web Gateway aus der Cloud zu kaufen. Sagen, wir kaufen das als Managed Service, genauso wie vielleicht ein CASB oder ähnliche Dinge, um Security auch ein Stück weit einzukaufen und nicht mehr selber zu betreiben. Oder Firewall as a Service beispielsweise. Da gibt es ja zig unterschiedliche Themen. Genau, also das sind so ein paar Dinge, die unsere Kunden aktuell umtreiben. Genau, ich hatte noch die Frage, was ist unser Unity-Leistungsangebot? Können wir gerne im Detail nochmal, wer das möchte, darstellen, auch im Nachgang zu diesem Termin. Grundsätzlich vielleicht erstmal, wir beraten natürlich im Bereich der Strategie, der Architektur, wie wir eine Cybersecurity-Architektur aufsetzen. Wir begleiten Sie auch dabei, den richtigen Anbieter auszuwählen. Wir sind jetzt aber systemanbieterneutral an der Stelle. Das heißt, wir verkaufen Ihnen nicht per se eine Palo Alto, Cisco, Checkpoint, Firewall oder was auch immer, sondern da sind wir neutral an der Stelle. Und wir helfen Ihnen natürlich auch, diese Dinge entsprechend auszurollen, was wir jetzt auch schon seit langen Jahren und global tun. Mit allen Hürden, die man sich da so vorstellen kann, vor allen Dingen dann auch sprachlichen Barrieren im Ausland und Leichen im Keller, die man da immer mal wieder findet, gerne auch in einem einen oder anderen Standort. Sozusagen, das gehört auch dazu. Assessments vor Ort zu machen, zu gucken, wo stehen die Sites oder die einzelnen Standorte und das da entsprechend auch auszurollen. Genau, ich gucke gerade mal, da sind noch ein paar Fragen gekommen. Ich hätte auch hier noch eine Frage, die würde ich kurz eingehen. Und das betrifft primär das Spannungsfeld zwischen oder in dem sich vielfältig IT-Security-Abteilungen finden. Ja, so eine Art Business Prevention Center. Und wenn wir uns jetzt das übergeordnete Feld oder den Kontext von der digitalen Transformation anschauen, ist es unser Anliegen, Sie als Security-Experten oder Teile der IT-Abteilung so zu positionieren, dass Sie vom Business wahrgenommen werden als Mehrwertbietender. Das heißt, ja, wir verfolgen ganz stark den proaktiven Ansatz, sich früh mit ins Gespräch zu bringen von Lösungsentwicklung in Kundengesprächen, Use Cases mit zu verstehen, dass Sie auch von Ihren Kollegen rechtzeitig eingebunden werden in diese Aktivitäten und auch intern ein gewisses Standing sich erarbeiten. Und so lösen wir dieses Spannungsfeld für gewöhnlich auf. Ja. Genau. Eine Vielen Frage, Dank für Ihre Fragen. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, gleich ist 17 Uhr. Viele haben wahrscheinlich auch einen Anschlusstermin. Wir hoffen, dass wir das meiste, was jetzt interessiert hat, beantworten konnten. Falls noch einzelne Themen offen geblieben sind, kommen Sie auch gerne im Nachgang noch einmal auf uns zu. Das Angebot steht, dass wir hier gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme, würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie gleich, nachdem Sie diese Sitzung verlassen haben, noch an der Teilnehmerumfrage teilnehmen, damit auch wir ein Feedback bekommen, was Ihnen heute gut gefallen hat, wo Sie gegebenenfalls auch einen Verbesserungsbedarf sehen. Und ja, möchten uns damit dann auch herzlich von Ihnen verabschieden.